vorhin erzählt, dass Snowden uns heute zugeschaltet wurde. Und er hat uns aufgerufen, etwas zu tun. So here is Snowden calling us, who asked us to do something. So here we have another talk, how to build your own NSA. So the security services are collecting data. But not only that, they also crack data. So think. So please raise the hands those that trust that data to Google. That seems to be many of you. Who's got a Facebook account? Es sind allerdings nicht nur die großen Firmen. So, but these are not just the big firms that collect the data. Es sind auch die kleineren Firmen. There are also small companies. Wo wir die Namen noch nie gehört haben. The names of which you might have never heard of. Wie zum Beispiel ich auf der Bühne. Ich weiß, wer einen Google und wer einen Facebook Account bei euch hat. Vielen Dank für die Info. I'm standing here on the stage and now I understand how many of you have Facebook or Google accounts. Diese Daten tauschen oder auch einfach an die Leute, die Zahlen verkaufen. And what do these companies with the data they have on you? Well, they can do something with it, or they might just sell it to others. My experience is quite joyful. But our speaker has done a big experiment. And he has found out what kind of data can be collected. And this talk will not just talk about who, how and where collects the data, but what can we do how to protect our private life. Andreas is a data scientist. Svea is a free journalist. She researches IT topics. Sie hat auch mitgewirkt bei Dokumentationen. She co-worked on the documentation, documentational movie Skandal, on the Facebook and the NSA scandal, in which Snowden became so well known. Und bitte euch jetzt um einen ganz, ganz lauten Applaus für die beiden. Now I am asking all of you for a big applause to these people. And enjoy. Danke. Thank you. Ja, hallo zusammen. Also wir freuen uns. Hello everybody. Of course, we're also happy to be here. Ich habe, wie gesagt, die Datenanalyse für die Recherche gemacht. As has been said, I've done data analysis for a company. Ich übergebe dann das Wort an Svea. Ja, ich bin Svea Eckert, arbeite für den NDR bzw. die ARD und wir haben eine große Recherche gemacht, die ging über den ganzen Sommer und mündete in einer relativ aufsehenerregenden Berichterstattung Anfang November unter dem Hashtag Nackt im Netz. Vielleicht dazu sogar was gesehen. You might have seen it or noticed it. So what do we know? Wir wissen, dass wir uns im Netz bewegen, when we move on the net, that company also gets something. Unser Verhalten aufzeichnen. Company that we show our behavior to the companies. Sind da verschiedene Parteien beteiligt. And there are many parties involved in that. Also and know what website we are visiting right now. Kurz analysiert. Now, like we have on this picture, you can see. We have analyzed one of the websites and like there are 80 parties who know that we are on the website and following us. I think that everybody in here knows that and is aware of this. But still this worries us. Most internet users would say, I have nothing to hide. Nothing bad will happen to me. They don't do anything bad with the data they collect on me. But when you speak to people in the industry, then those people say that this data has been well anonymized. And only then. And like selling the data, nobody does that. Really? Das wollten wir genauer wissen. This is exactly what we tried to find out. How can I get the data? So I come to a company. Ich habe also im Juli eine Webseite aufgesetzt. I relativ trivial, Content Management set a website. Ein paar schöne Fotos. Put some nice photos there. Und ein bisschen Marketing. And some marketing. Meine Firma Meets Technology, die Vereinigung von Technologie und Kreativität, macht
data-driven consulting. So the company was supposed to be providing consulting about data and the customized campaigns around it. So we and we get some data on the users. How do we get the data? So we need somebody, some good worker. So we get somebody like Anna Rosenberg. Hello, this is Anna Rosenberg speaking. Hello. Anna Rosenberg works for Meets Technology. She's sitting in Tel Aviv, doesn't speak a single word in Hebrew. She doesn't need it for the research. But the interesting thing, nobody asked about this. And I also found in Tel Aviv. Ich hatte Tel Aviv ausgesucht, weil mir jemand sagte, Israel sei ziemlich gut für Daten. So I found, I picked up Tel Aviv because like somebody told me that it's a pretty cool city, like for the startups, and I can easily set up a company. Then nobody will ask me questions. Hat sich auf Telefonjagd gemacht. Das waren die Firmen, die in Frage kamen. And we've done some phone research, and these are the companies that actually collect the data or work with it. Als junges aufstrebendes Startup ihre Daten verkaufen würden, oder many of them would basically would either sell the data to you or ich die Qualität der Daten gar nicht beurteilen. Although I can't say about the quality with which they would do it, but they provide those services. And I can see that this is a gigantic universe. Especially interesting is this company here. They do the so-called analyze the internet market. And quite an important player in this internet market. They have a lot of data. War dann auch tatsächlich bereit, mir ein kostenloses Sample zur Verfügung zu stellen. And many of these companies were willing to provide me samples of the data that they had. A free samples. Dieses Sample kam dann auch, also so one of the samples came in. One of them was really big. Was war da drin? What was in it? So we had like 14 days of almost live access to the user data. The user data that was has been updated. There were like 3 million Germans in these. And we had access to the stream of the clicks, the click stream. For a month. So all the clicks they've done in a month. We just scraped to see what happens if we look for at police.de. Now Anna's part is over. So everything what is X'd, I did in order to protect the privacy of these people. That's the look if you've already cleaned it a bit. You see in 2016 system activated Google. Then someone's looking for a car at 5:30. You can already use the data. He's looking for a Volkswagen Passat in that category. Interesting. Now we want to know, what does he have to do with the police? What guy is that? What guy is behind the data? If we scroll through the data, I made a screen video, so you better see the dimension of the data and how deep they go, how intense they are. You can look for what is he reading, what is he looking for. And he went to the website of the German Police Union and the Government Workers Union. So he might be a policeman. So we look for Ermittlungsverfahren, case investigation. He's using Google Translate.
Der, schauen wir doch mal. Ich messe jetzt mal einen Decoder, da ist es. Let's do then the Decoder. Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen eines überarbeiteten Ermittlungsverfahrens. Here we have a investigation for computer fraud. I need some information regarding an IP address, which I have privatized on that time. The data is needed for a investigation. And the person already translated his own email address, his own phone number and his name. So that is a request for personal data from an internet service provider, which the Kommissar translated on Google Translate. Wir über diesen so Menschen in diesen Daten. What we will find about this person in this data, können also noch mal weiter scrollen, we can scroll durch further sein Leben through his life im Netz. On the internet. Und sehen, dass er and now we arbeitet. See he is working. Also sehen ungefähr, was er arbeitet, and was er what he's doing, macht, zum Beispiel, he uploads malware to malware portals, verfolgt, aber auch, he's tracking IP addresses, he's listening to German und radio, natürlich so die Peinlichkeit im Leben. And something which is slightly funny. Yeah, looks like he somehow looked up the localhost IP address in, sind da natürlich auch drin. Jetzt haben wir nur mal nach @polizei.de gesucht. Now we looked at @polizei.de. What if we look for blog.fefe.de, a German IT portal? So sieht dann so eine Abfrage aus. That is how the query looks. Sag ich mal so explorativ einfach macht, wie wir das when we are using that in an easy way, you see important is what is the queries. And the query is show me every guy who has visited that website. Now also people who are critical of security are in this data. Wenn man all diese Nutzer deanonymisieren würde. What happens if we de-anonymize all these users? Could we do that? Could we find out who these people really are? Ja, wie wir gesehen haben, ist es im besten Fall etwas peinlich. In the best case, it is a bit funny if you are being identified in this data. And in the worst case, it's dangerous. So in the next 15 minutes, I want to show what de-anonymization is, how it works, and what the problem is. Dafür können wir anfangen mit we start with the data set. There's always a data set from anonymized user data, which you want to analyze. And this data set has a lot of attributes. And some of these attributes are nach Datenschutzrecht geschützt und dürfen nicht mit einer bestimmten Person verknüpft werden and should not be connected to an actual person. And that is why the data has been anonymized in the first place. Konkreten Person hat man in diesen Datensätzen daher and in this data set we have a ID or an identifier which has replaced the name of the person and which should not help you to identify the real actual person behind the data. Auf der anderen Seite habe ich aber auch öffentliche Informationen. Side you have public data from the internet, from other sources, which you can simply collect for free. And this public information also have attributes of persons, and they usually have the real name or other data you can use to identify the person, which show you the actual real person. And de-anonymization is usually searching for attributes which you find in both data sets, in the public and in the anonymized user data. And they allow, or based on statistical data, machine learning, the real candidates from the to select the real users by comparing both data. Sagen kann, so I can tell Nutzer, den ich hier in that a user which is, has been identified in public data is a specific user in the anonymized data and then the user has been de-anonymized. Wie Svea gesagt hatte, ist der Datensatz, den wir bekommen dataset haben, we used, absolut unzureichend anonymisiert it is, not worden. Das heißt, es war anonymized sehr, sehr einfach möglich, aus very well, den URL-Daten, die wir erhalten haben, entsprechende Nutzer und Personennamen the actual zu extrahieren. Im Zweifelsfall hat dafür eine einzige URL ausgereicht. And usually one URL was enough. I have a few examples from Twitter and from Xing. URLs, and both are URLs which show either the user account name or the real name or an additional
data on the person. And what allows the identification is diese Analytics Page ist der Analytics Page im Normalfall dem eingeloggten Benutzer zur Verfügung ist only seen by the logged in user. Wenn ich in meinem Datensatz sehe, kann ich mit relativ davon ausgehen, URL in my data set, then I know the username is the username of the actual anonymized person. In the second case, it's not as clear. Profiladresse hat, there is a public profile address, which you could also find on the internet, but the difference is there is a specific query, in die URL hinzugefügt and that is only added in the URL if you are logged in and you are clicking on your own profile. Mit einer relativ hohen and here is also a very high probability Nutzer, to identify the user in the data and match it to the owner of the profile. In unserem Datensatz haben wir über 100.000 and in our data set we identified 100.000 people auf diese Sicherheitsprobleme aufmerksam gemacht. We notified both companies. And Xing already made changes. Twitter does not think this is a problem and does not want to make a change. Also das erste Takeaway könnte man vielleicht von dem Takeaway ist, dass man bitte keine persönlichen Informationen in URLs personal identifier information in your URL in your applications. Natürlich gibt's noch etwas weitergehende Verfahren, there are additional ways to de-anonymize data, die etwas besser anonymisiert which are wurden. Better anonymized. Eine schöne Arbeit hierzu ist das Paper. And then there's been a good publication about this topic. Wo sich die Forscher mit einem Datensatz beschäftigt haben, der von Netflix publiziert wurde und der also anonymisierte Bewertungsdaten von Netflix-Usern analyzed the data from eine Datenanalyse-Plattform hochgeladen mit dem Ziel, dass andere Data Scientists, Datenforscher sich mit den Daten auseinandersetzen können und auf die Weise bessere Bewertungsalgorithmen oder Empfehlungsalgorithmen für neue Filme finden können. So about the Netflix und what algorithms be better used for actually anonymize the data for the people who are looking for different movies. In diesem Fall war das beispielsweise in this case, for example, die Nutzer auf der Plattform IMDb abgegeben haben, wo also Nutzer auch Filme bewerten können, wie bei Netflix, und wo oft Nutzer Accounts IMDb oder Konten mit dem wirklichen Namen des Benutzers verknüpft sind. Und die Forscher haben also geschafft, indem sie die Bewertungen von IMDb herangezogen haben und diese mit den Bewertungen auf Netflix verglichen, hohen Wahrscheinlichkeit mit den Usern auf IMDb zu identifizieren. Das heißt, hier has allowed actually to identify the particular users that have done mögliche Kombinationen von Filmen gibt und es sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei very few combinations that actually of users that have done exactly the same values, for example, exactly the same movies. So when we actually apply our dataset, diese enthält, wie gesagt, circa 3 Milliarden URLs. And there are, as we have said, about 3 billion URLs, domains, about 9 billion different domains. And we have generated about 3 million users. Da die Daten, wie gesagt, unzureichend anonymisiert wurden, haben wir für die weitere Analyse einfach mal angenommen, dass der Anbieter wirklich daran hätte, die Anonymisierung korrekt oder möglichst gut durchzuführen und dementsprechend sämtliche Informationen außer der Domain und der Nutzer-ID aus dem Datensatz entfernt. To get information about the user IDs and bis auf den Fakt, hat dieser Nutzer diese Domain in dem Zeitraum besucht, ja oder nein? So, also man könnte annehmen, dass diese starke Form der Anonymisierung ausreichend sein sollte, um die Nutzer dafür zu schützen, wieder de-anonymisiert zu werden. So again, I want to repeat that basically the anonymization techniques were not enough, and we could reconstruct the exact identities of the users. Für Nutzer, die relativ wenige Datenpunkte haben, auch die meisten Techniken nicht anwendbar sind. So, wenn man sich jetzt die Verteilung der Häufigkeiten der Domains in den Datensatz anschaut, also hier auf der X-Achse ist immer der Popularitätsrang einer entsprechenden Domain ausgetragen, das heißt, je weiter links die Domain hier auftaucht, desto populärer ist sie. Man hat hier beispielsweise Google, Facebook und die anderen Kandidaten. Und auf der Y-Achse ist die Anzahl der URLs aufgetragen, die von dieser entsprechenden Domain in dem Datensatz stammen. Und wie man sieht, wenn man die 100 populärsten Domains in the dataset nimmt, generieren, sind die schon bereits verantwortlich für mehr als 99%
and we'll see that basically 99.9% of the visits are actually from the top 100 domains. And there's also a number of domains that have been visited just say, for example, by one user and only once. Über diese populären Domains, die fast jeder User besucht hat oder von so denen it had been quite easy to actually de-anonymize based on those popular domains like Google and Facebook, but it was very difficult, actually impossible to de-anonymize those rare websites that have only been visited by one or two users. Datenpunkten wieder zu identifizieren. So, den ersten Schritt, den wir machen müssen, um unsere De-Anonymisierung vorzunehmen, ist das Kategorisieren der Nutzer. Dafür legen wir eine einfache Tabelle an, wo wir in jede Zeile entsprechend einen Eintrag für einen Nutzer machen und in jede Spalte einen Eintrag für eine Domain anlegen. And in every cell of it, we put a domain. Hier, also ist entweder 0 oder 1. So it's either 0 and so basically we have either 0 or 1 in all of those cells. So if the user has visited that particular domain, we'll put 1, we'll fill it with color. So we have, say, for example, 1 million entries for a user. Then after we fill these metrics, we'll easily use it for the next steps. Wir generieren im ersten Schritt diese Matrix M, die ich gerade gezeigt habe. So again, the first step has been to generate this matrix. Einen Vektor V. Then we packen wir alle Domains, die calculate the vector. Aus anderen Informationsquellen, also fill it with the information about the domains that the user has visited. Die wir vergleichen wollen mit den Nutzern, die sich in dem Datensatz befinden. Das heißt, and then we will compare it to the data that we have on the dataset. Und würden dann entsprechend den Vektor nehmen und ihn mit der Matrix multiplizieren. Das Ergebnis then we'll multiply it with the matrix. Für jeden Nutzer eine einzige Zahl und and we'll get, for every user we'll just get one number. Können wir den Nutzer finden, der in unserem Datensatz die beste Übereinstimmung hat mit den Domains, mit denen wir ihn vergleichen wollen. And then ein sehr sehr einfaches Verfahren, das allerdings sehr robust und auch sehr, wie man sehen wird, effektiv ist. This will allow us to easily figure out find that user in the dataset. Alles sehr abstrakt, deswegen habe ich so this hier has been always quite abstract. Nutzer, den wir zufällig ausgewählt haben aus unserem Datensatz. Und wir gehen jetzt einfach mal durch die einzelnen Punkte durch. Also so we'll just go through the steps, in jedem Schritt one by one. Domain hinzunehmen, die der Benutzer entsprechend besucht. We'll take hat. Different domains which the user has visited and see how many users have an unserem Datensatz, die diese Domains visited the same, sehen, could have visited the same site. So for example, we get 1,114,508 users. Da sehen wir schon, haben wir eine extreme and then we'll see that, 15,000 of them have visited the site GOG.com. Domain, drin sind, die wirklich diese Domain besucht haben und die halt der potenzielle Nutzer sein könnten. Wie wir auch sehen, ist dieser Nutzer hier Telekom-Kunde, das heißt, er hat and we'll also see that there are, that out of these set, there are 366 users of the Kunden Center Telekom. So, er ist auch Sparda-Bank-Kunde, weswegen er auch diese Banking. And we'll see that if out of these set, that also use the banking, .sparda.de, then we get the number of 11. So that's the number of users that use the banking, this particular banking, users of the Telekom.de and have visited GOG.com. Das heißt, hätten wir diese vier Informationen aus öffentlichen Quellen extrahiert, könnten wir schon mit Sicherheit sagen, welcher Nutzer in unserem Datensatz. So after we have processed this information, we can with quite certainty say which particular user. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert das Verfahren in Abhängigkeit auch davon, wie viele Informationen ich denn überwachen kann von dem Nutzer. Wir haben so ja gesehen, obviously the quality of this approach will be based on how much information we have about the user. Seinem Browser aufgerufen hat, aber die viele Tracker sehen ja im Prinzip nur einige hundert oder vielleicht einige tausend oder zehntausend Domains, auf denen entsprechende Skripte installiert sind. And this will also depend on how, what websites would have actually the scripts installed on the websites to track the users. Der Anzahl der Domains, die ich zur Verfügung habe. So this is links, wo wir nur die top 50 Domains in so only out of the top 50 und schauen uns an, wenn wir ein zufälliges Sample von Usern, in diesem Fall 200, versuchen zu de-anonymisieren. In this case, we try to de-anonymize, say, 200 users. Unter all den Nutzern, den wir in dem Datensatz drin haben. Man sieht hier für 50 Domains ist das ungefähr 160. Das heißt, es gibt 160 andere Nutzer im Schnitt, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit den Daten übereinzustimmen, als der wirklich gesuchte Nutzer.
So, wenn wir jetzt die Anzahl der Domains allerdings erhöhen, also wir können zum Beispiel auf 100 gehen, sehen wir, dass dieser Wert schon rapide abfällt. Das heißt, hier habe ich schon die Anzahl der möglichen Nutzer. Now I have the number of additional users, accounts which would be mapped to a real user, and I reduce that to 25, and if I add additional domains to 200 or 300, auch in der Lage, wirklich den Nutzer eindeutig wieder zu then I would be able to identify the user without problems, so there is no difficulty in identifying the actual person. Of course, this is all theory. Can I somehow get this public information, or is it unrealistic to get the actual data? So I used the data and additional public information to try to de-anonymize the real people as an experiment. There's three examples. First is Twitter data. Ein Nutzer aus unserem Datensatz, der einen Twitter-Account hatte, haben uns zufällig rausgesucht, haben uns dann angeschaut, welche URLs dieser Nutzer in einem Zeitraum, über den wir die Daten hatten, gefeilt hat, und haben aus diesen Tweets die entsprechenden URLs extrahiert, davon wieder die Domains generiert oder extrahiert, und diese Domains dann in unserem Algorithmus genutzt. Our algorithm on these domains. So, wie wir sehen, haben wir as we see, we do have 8 domains for this user also wir haben hier relativ in that populäre time frame, domains wie GitHub, which are really popular domains like GitHub, change.org, and blogs, atab.wordpress.com, which is atab.wordpress.com, which only 129 people are visiting, and a few smaller websites. If we uns anschauen, welche Nutzer aus unserem Datensatz haben mindestens in our dataset dieser Domains visited at least one of these domains in dem entsprechenden Zeitraum in the specific time frame, und die Nutzer gegen die Anzahl der Domains, die sie aus diesem Satz die Domains from this dataset, bekommen wir diese Grafik hier. Sie zeigt die ca. 110.000 Nutzer, die mindestens eine dieser Webseite besucht haben, und zeigt gleichzeitig davon an, wie viele von den entsprechenden Domains der Nutzer wirklich besucht hat. Und wir sehen, also es gibt sehr, sehr viele Nutzer, die mindestens eine hier besucht haben. There's a lot of users who visited at least one of the pages. Zu zwei, drei oder vier davon, verringert sich die Anzahl sehr schnell. Und wir sehen hier, dass wir oben bei 7 einen einzigen Nutzer haben. Und dabei handelt es sich wirklich um den Nutzer, den wir entsprechend anonymisieren wollten. Das heißt, hier ist eine Zuordnung mit 100%iger Sicherheit möglich für diesen Nutzer. Wir haben es auch für andere Nutzer durchgespielt. Wir konnten nicht immer den korrekten Nutzer rausfiltern, aber wir konnten in den meisten Fällen die Anzahl möglicher Nutzer auf ca. 10 bis 20 reduzieren. In most cases it was at the end 10 to 15 users at the end. Das zweite Beispiel, das ich jetzt noch zeigen möchte, ist anhand von YouTube-Daten gemacht worden. Oft ist es so, dass viele Daten in solchen Datensätzen wirklich anonymisiert werden, aber bestimmte Daten davon ausgenommen werden, weil es ein starkes Interesse gibt, seitens der Unternehmen, diese zu nutzen. YouTube-Videos sind ein gutes Beispiel dafür, weil Unternehmen beispielsweise wissen möchten, welche Videos haben sich bestimmte Nutzer angeschaut, welche Kombinationen, und daraus ihre Marketing-Erkenntnisse abzuleiten. Und man könnte auch meinen, dass diese Informationen über öffentliche Videos, die eigentlich Do you think that the data on public videos isn't really critical? So zu zeigen, ob das wirklich so ist, we try to verify this. We picked up one person by chance. We looked at the favorites of YouTube videos. Die auch öffentlich ist im Normalfall. These are usually public. Das nicht öffentlich ist, aber 90% der account owner can do that, but 90% of users they don't. So their watch list is public. YouTube API. We use the YouTube API to get every video ID. Video IDs haben wir wieder unseren Algorithmus gefüttert, diesmal allerdings mit den kompletten URL-Daten, weil die Domains, URL. Die Domains ja nicht die Video IDs enthalten. Because the domain does not contain the idea, it's just in the URL. Falsch gedrückt. So, also wie vorher haben wir also diese IDs, das sind ungefähr 20, ideas, und haben auf der anderen Seite sämtliche Nutzer, die mindestens eins von diesen Videos angeschaut haben. Wie wir sehen können, sind das in dem Fall ca. 20.000, wobei wieder eine Menge von den Nutzern sich mindestens eins angeschaut haben, aber die Anzahl der potenziellen Nutzer, die sich mehrere angeschaut haben, rapide runtergeht. Und wir sehen hier beispielsweise für 4 oder 5 oder 6 haben wir nur eine Handvoll User. Wir haben wieder einen Treffer, der hier ganz oben liegt, bei 9 angeschauten Videos, und dabei handelt es sich wieder um den Nutzer, den wir im vorherigen Schritt extrahiert haben. Already selected in the first place. Wir sehen also, es ist relativ einfach, anhand von einer kleinen Anzahl von Daten
just using few data points, even if there is a lot of users, over 1 million users, to lock down on one user. Sagen, dass solche Verfahren, das YouTube-Verfahren sogar besser funktioniert hat, this really als die works better bei Twitter, weil ich schätze mal, die Verteilung der Videos und die Anzahl der Videos auf YouTube noch höher ist als die Anzahl der entsprechenden Domains, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, Domains there are in Twitter URLs. YouTube Video IDs are good. The anonymization tool, they are better in the anonymization tool than Twitter URLs. So, das letzte Beispiel, das ich zeigen möchte, example is basiert auf der Analyse von Geodaten. Geographical data. We looked at wie wir aus unserem Datensatz Geodaten extrahieren oder Koordinaten extrahieren können. Und wir haben herausgefunden, dass relativ einfach über Google Maps URLs geht, die also, wenn man sich einen bestimmten Bereich anschaut, meistens um der URL die geografischen Koordinaten enthalten. Das heißt, wir konnten aus unserem Datensatz einige Millionen von diesen Koordinaten extrahieren und die auch nach entsprechenden Nutzer gruppieren und können damit eine komplette Accounts. Von der so we made map of user activity in Europe. So what did they look at when they looked for places to go for holiday or for the place of work or for a specific way or route? So you can und Geodaten match the data to users. Geodata are very interesting because it's much harder to change them. Relativ einfach ist, seine Surfgewohnheiten oder seine Videogewohnheiten im Zweifel anzupassen, aber es relativ schwierig ist, beispielsweise die Arbeitsstelle oder den Wohnort oder sämtliche vertrauten Orte zu wechseln. Das heißt, diese Informationen sind sehr, in dem Sinne sticky, in dem Sinne, dass sie den User über lange Zeit auch zuordnenbar sind normalerweise. Can match them to the user for wir können auch wieder aus verschiedenen öffentlichen Quellen Informationen extrahieren, beispielsweise über Google Maps sources, oder auch über Google Maps, Flickr, wo auch viele Fotos geokodiert sind. Because a lot of photos have geodata. Informationen matching mit den Daten, die wir in unserem Datensatz haben, durchführen. Geodata. Und hier ist es auch so, dass wir über eine relativ kleine Anzahl, also weniger als 10 Datenpunkte im Idealfall, im Normalfall, entsprechend den einzelnen Nutzer aus dem Datensatz extrahieren und identifizieren können. And we can use a little less data to use that. So, eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, kann ich mich, can I hide in my data? Can I be due to moving unreliably or changed by watching websites I usually don't look at, can I just mistake the algorithm? Well, that probably won't work for the simple reason that we do a matching about the relation of a person is in or is not in, so I can only add data points to my vector but cannot remove any. So now where I have sufficiently data to identify myself, I can add as many data points as I want to, but it's, I will not be mistaken for a different user. This is very robust against data changing by the user. Another point is that this data points that have a lot of dimensions and information is really hard to de-anonymize. It's really hard to anonymize, and you can always be sure that all that all the data from all the users is protected. More and more public information data is available, that, and all of that data can be used to link old data with new data. Old data that has been de-anonymized can now be linked with new and still anonymized data. And how we have seen, sometimes really few data points are sufficient to pick out certain users and identify them. But what does that mean to us?
What does that mean if you are confronted with your own data? If, well, if someone else confronts you with their own data. So this data research was for a political magazine, and we were looking for politicians and their employees, some from the SPD, some from the Grünen, and one from Lars Klingbeil, net political speaker, or one of the European European Parliament, and up to the another employee of the Chancellery. But because the employees are much more interesting than the politicians themselves, because they plan the travels, they do all the political work. So not everybody wanted to talk with us, especially not in front of the camera. One who did it was Valerie Wilms. Before we listen to her, let's look in her data. She published, she was okay with publishing it in this talk, because here I did not anonymize everything, like the last data set. So on the first of the eight, she got up early, first banking, even more banking. So we already know that, for example, she has these bank accounts. We can't access the bank accounts themselves, but we know where they are. A bit less favorable is towards the end of August. A lot of people have done their taxes, and we can scroll down here in the video so we can see more of her tax report. So first of all, we can see also on Elster Online, we can't access these URLs. We can get more information because they will request the password. However, we can see which preprints were looked at, and we can get information about her through those, through the things she intends to pay taxes on. And there are a lot of details about that. Yeah. Yes. What did she say about that when we asked her in her office? Let's listen to her. Shit, everything can be seen. There was another story we talked with her about. There are not only taxes, but you can also look at medicine, in this case Tibonin, which is taken with tinnitus or when you're just down. And this is especially a big problem for politicians. When these information are published, then people might take wrong conclusions, or yeah, they can force you to do something about it. So we talked with her, and I don't want to hide that reaction from you. I don't know why I looked at Tibonin. It's not nice to read this afterwards, especially if it's connected with your own name. Yeah, that's Valerie Wilms about her data. So this short clip shows us how complicated the data is. I didn't show about the contracts where people did their, talked about their sexual preferences, because this is about relevant political positions. Of course there are judges in this data. Of course there are boss of large companies in this data. They are all humans, and they all have dreams and thoughts, and it isn't something that should be placed in the hand of third parties. So everybody we talked about on the in this research were very shocked about that. But who spied on them? Where's this data from? Was it a shady Trojan on their computer? No. That are quite
early noticed that there were browser plugins and we did a small test. We asked user to deinstall add-ons and we noticed that Web of Trust, what do they do? Save web search and browsing. Yes. We tested that again, the clean browser in the virtual machine, while we had the opportunity to look live into the at the data. And one security specialist did that for us, and he had a specialized website, a clean browser, and just this one plugin, and we could see him in the data. So we could be sure that this plugin really published this data, or to this data being there. So why is this tracking by app or extension so interesting for the companies? Everybody wants as detailed data about every customer as possible, want every data about the user. And with most trackers, as a user, you look at a website and then a JavaScript applet or different tracking methodology is used and connects with a tracking server and sets or saves some data that follows you as a user. In the recent years, a lot of people went on the barricades against that, and many users use blockers against those tracking scripts, all that block the connection. So it's harder and harder for the tracker to get qualitatively good data. So it's obvious to use such methods as add-ons and use them to circumvent the security features of the browser and use this side channel to give this information to the tracking server. That has another advantage for those who offer the data. They can not only track all data with tracking pixels, but also sites without tracking pixels. For example, site of public organizations who don't track their user. So we have data about fewer users, but a lot more data about those. And in the worst case, a complete browsing history of that specific user. And we can get that. We looked at our database at how many extensions there are, and we have another double logarithmic plot where we have the range of that extension. So extensions with better data get more hits or more points, and on the other side we have the number of data points. So the most popular extension, Web of Trust, was already used for up to 1 billion data points. So if we take the topmost 10 extensions, 10% of the data is covered by them. So few extensions offer the most of the data. Nearly 10,000 different application IDs are here. Some have a few hundred or sometimes up to 1 million data points. It isn't always sure that there are really 10,000 different extensions because we have no way to know what applications are behind those application IDs. So to have a better view how bad a web store is, we looked at an behavior. So we took a Chrome browser, automatically installed different extensions, and with this web driver, we browsed to different websites, while we logged which websites are called
by the browser when we looked at specific sites. So we could follow and we could see whether the browser sends additional information to third parties when opening a website. So we looked at 500 plugins, and as you can see, most are, as expected, the expected number of URLs for the test data we used. And at the same time, there are a few extensions like this one that are strange, that does a lot of URL requests. But looking at it more closely, this extension also sends data onto a third-party service with every opened URL. From those 500 supervised URLs, just a few really had worm malware, or so the identification, the probability that you infect yourself with such a plugin is not that high at the moment, but it appears to grow. Can I protect myself against such data? Such leaks. So I assume that in a few years, despite clients' blocking of trackers, it gets harder and harder to move anonymously in the internet, because just a few data points are enough to identify data of a pseudonymized user. So even if I block all trackers, there's still my IP address and my user agent, and the combination of several such identifiers can't be enough to identify myself exactly in larger datasets. So if I want to be securely on the internet, I will have to be sure that I change a lot of these data commonly, maybe using VPN with commonly changing IP addresses. But that is not no guarantee that you are not tracked. So it gets harder and harder to move in the internet without being in the risks of being de-anonymized. So what are the results for this study? WOT verschwand relativ kurz nach der Veröffentlichung. So these came soon after the publication. Mozilla Store. So WOT. Und das haben natürlich sehr viele Nutzer. It's no longer became available on the Chrome Web Store. Deswegen können wir davon ausgehen, dass auch der Datenstrom dann ist no longer the Mozilla Store. Aber natürlich die Plugins, die weiter installiert sind, also uninstalled the plugin, die jetzt das nicht deinstalliert haben, but there's still a number of users who, a large number of users who still keep using those plugins. At least for a couple of weeks after the end of the research. So mein persönliches Fazit ist ein Stück weit takings from these. Sprich, Andreas hat es schon angedeutet, so Andreas has already nicht auf die Stores said that we cannot rely on the stores und selbst überlegen, for them to protect us, actually look into the plugins, ja, or prevent the spying on us. Talk, so we're getting to the end of our talk. An ein relativ großes Team, was uns unterstützt, so this is just like some overview of a huge topic. Sitzen in der ersten Reihe. Ja, danke schön. And like in the, on the first row, there's one of the big people who helped me in this research. Thanks a lot. So, wir haben noch ein wenig Zeit für Fragen. A little time for the questions. Wer eine Frage hat, bewegt sich bitte zu einem der Mikrofone. Question, please move to one of the microphones. So, ich sehe Bewegung, aber so I can see some movement. It's gonna be the first. War vielleicht doch nicht ganz so einfach no für die nicht deutschsprachigen. Aber those sehr don't spannend, speak dahinter meine Frage, genau, been, Mikrofon 6, bitte. Okay, so we got a microphone 6. Angenommen, die Person, so, über die man die öffentlichen Daten sammelt, ist nicht im Pool von den anonymisierten Daten. Dann gibt es ja eine Möglichkeit für ein False Positive. If the people that we are looking for are not in the data set, then we can come to the false positive. Das ist natürlich dann, the answer. Immer ein bisschen yes, of course, we can come to false positives. Von der Nutzung der Daten ab, ob das problematisch ist oder nicht für den Anbieter. Es kann ja auch sein, dass ich, wenn ich beispielsweise
It can also happen that, for example, if I want to show an advertisement to the user, some probably let's say 10%, I can identify the user. But of course, there will be a high probability that the user is just not in the data set, or that we cannot identify them. And this can be a big problem, for example, in the credit scoring. Der eigentlich der ich gar nicht bin und Datenpunkte, die ich nicht kontrollieren kann, entsprechend well, meine Kreditwürdigkeit dann beeinflussen kann. Have no control over can affect this. Gut, can affect the Mikro 3, bitte. Meine persönliche Frage ist, was genau kostet das? Exactly also, kann sich eine kleinere, mittelgroße private Detektei, die so auf Datenschutz like scheißt, like können die sich Zugang holen? Ja, ich weiß nicht, was sie für ein Budget haben, aber also diese Daten werden lizenziert. In der Regel zahlt man halt für die Lizenz so für einen Monat und im Jahr ist es so im sechsstelligen Bereich. And the prices are like in the six figure. Sie hatten von den 10 schlimmsten gesprochen, aber die Liste vergessen. So you talked about den 10 schlimmsten. Ach so, ja. But forgot the list. Also wir haben auch lange überlegt, ob wir die Extensions veröffentlichen können. Wir haben allerdings noch keine Zeit gehabt, eine detaillierte Analyse zu machen. Und ich möchte keinen Namen jetzt nennen von Dingen, wo sich am Ende herausstellt, dass es eigentlich gar nicht problematisch ist. Das heißt, wir werden auf jeden Fall dranbleiben und versuchen, alle von diesen Extensions, die in dem Datensatz drin sind, auch zu identifizieren. Aber wir wollen natürlich eine Gewissheit haben, dass auch entsprechend wir die korrekten Extensions rausfiltern können, bevor wir die Namen dann veröffentlichen. Of course, we want to publish that list of the 10 worst, but we are not sure about all of them. So we are looking into that and publish them at a later point, hopefully. We have another question of the internet. Also ich nehme jetzt einfach mal ein paar Fragen aus dem Internet so zusammen. I'm just taking a few questions from the internet to gather them. Main point is there any technical or juristical means to protect yourself against that oder wurde das kind of attack? Or zu klagen? Has somebody tried to sue against them? Teil kann ich beantworten. Also jetzt von unseren Betroffenen hat da noch niemand geklagt. Some information I can give from those we looked at. Not one of them sued, but you can protect yourself against it in some point. The problem is most users don't know the problem that the data is connected to this extension. So there's a responsibility by the browser creator, and we are quite disappointed that Web of Trust is again in the Chrome Web Store, and some of those extensions that had been installed previously were not removed, so the creator of the browser should be the one who can protect the user by checking the extensions before publishing them, but yeah, they don't do that. So do look at different browser creators and maybe look at even smaller browsers, which less user base, they might do a better job. Number 5, please. Gibt es die Möglichkeit, dass ihr die Liste, die ihr für Recherche erstellt habt, von Unternehmen, die Daten verkaufen, halt veröffentlicht, quasi als Not-to-Work-For-Liste? From the data set that they provide to other users? Ja, es fehlt natürlich ein Name hier in diesem ganzen Vortrag. Der Name des Datenhändlers oder auch tatsächlich der Name der Firma, mit dem ich auch ein bisschen ernsthafter ins Geschäft gekommen bin, sind eigentlich juristische Gründe, warum wir das nicht veröffentlichen können oder dürfen. Einfach, ehrlich gesagt, aus Furcht vor diesen Unternehmen, aus sozusagen Angst vor Klagen, die da kommen können. Und deshalb sieht es zumindest im Moment so aus, als dürften wir die Namen nicht veröffentlichen. Aber das ist da ist noch Work in Progress. Yet, but this is a work in progress, I would say. Mikro 1. Microphone 1. So einer der Klassiker ist ja JavaScript aus und Cookies aus. JavaScript. Bestimmte Seiten, denen man vertraut, zulassen. Should we trust it for certain websites? No, can we trust the bank not to take our IP addresses and the data?
Also meines Wissens setzen viele Anbieter bereits Verfahren ein, die nicht mehr auf Cookies basieren, also nur wenn sie verfügbar sind und die stattdessen auf anderen Identifikationsmerkmalen basieren, die entsprechend schwerer zu ändern sind, beispielsweise der IP-Adresse oder der Device-ID oder anderen IDs, die entsprechend fix sind und getrackt werden können über die Zeit. Das heißt, es ist relativ einfach, zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit möglich, Nutzer über verschiedene Endgeräte zu identifizieren. Und ich kann mich natürlich gegen das feindselige Tracking schützen, aber das heißt nicht, dass ich mich gegen diese anderen Tracking-Maßnahmen auch schützen kann. So, there are, of course, different ways you can protect a particular user, but they might not work for for other users. On the question of de-anonymizing, stark zu erschweren oder zu verhindern durch Is it actually possible to make de-anonymizing more difficult? Ja, das ist in bestimmten Kontexten anwendbar. Hier bei den Daten ist ja das Problem, dass ich here selbst als Nutzer eigentlich nicht kontrolliere, was ich von mir generiere, weil die Daten entweder unbewusst oder ohne meine Zustimmung erhoben werden. Das heißt, ich kann das Einzige, was ich tun kann als Nutzer, ist zusätzliche Datenpunkte zu liefern. Ich habe aber keine Möglichkeit, Datenpunkte zu fälschen oder auch oder nur in sehr geringem Umfang zumindest oder auch Datenpunkte wieder zu entfernen. Das heißt, in dem Sinne wäre das vermutlich eher weniger angebracht. Aber klar, im Zweifelsfall ist es immer besser, möglichst wenige Informationen rauszugeben. Obwohl es eigentlich schon ausreicht, wenige kleine Informationsschnipsel zu haben, die man dann relativ schnell auch zusammenfügen kann, wie wir gesehen haben. Das heißt, es ist auch wirklich schwer abzuschätzen und hängt auch immer sehr stark von der Natur des Datensatzes ab, wie verräterisch in dem Sinne einzelne Datenpunkte von mir sein können. Ich würde gerne ein bisschen eine naive Frage stellen. Wie ist das eigentlich quasi möglich oder erlaubt, also die juristische Frage? Und auf der anderen Seite scheint mir doch ein gewisses Gefälle zu sein zwischen dem, was auf der einen Seite gemacht wird und Sie, die jetzt Sorge haben, diese Namen zu nennen, auf der anderen Seite. Es scheint mir ein gewisses juristisches Gefälle zu geben, das ich gerne verstehen würde. That I've got a particular interesting behavior. I've observed an interesting behavior on, but I would not name the website. Sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Wir haben tatsächlich diesen juristischen Aspekt für diesen Vortrag ein Stück weit ausgeklammert, und der ist aber trotzdem hochspannend, und wir haben viele Gespräche mit Datenschützern darüber geführt, auch mit Juristen darüber geführt, und haben tatsächlich auch Paragraphen gewählt, weil uns genauso diese Frage beschäftigt hat. Kann das überhaupt erlaubt sein? Also zumindest was man für Deutschland sagen kann, das ist nicht erlaubt. Und zwar einfach aus dem Grund, weil keiner der Nutzer irgendwo dazu zugestimmt hat. Also keiner der Nutzer, die wir besuchen, hat irgendwo irgendwas angeklickt, ja, ich möchte bitte, dass meine Daten in diesem Umfang keiner. Und das kann sogar nach Aussage von Datenschützer, das könnte sogar eventuell strafrechtlich relevant sein, also sprich in Richtung Bislang ist es noch nicht, also bislang hat sich noch niemand berufen gefühlt, da tatsächlich Klage oder Anklage zu führen. Also was wir jetzt sozusagen machen, ist, trägt das vielleicht dazu bei, dass es mal eine Eingabe gibt beim Datenschützer und dass dann tatsächlich sich auch mal jemand dahinter klemmt. So what we're doing here is raising awareness so that you can maybe sue or get someone to log a complaint if you are on the other hand, also the problems that is, there's a problem that the companies won't have a lot of fines to pay, and we would have a high risk, so that's a problem. I think there are still two questions, and some of one of them from the internet. So what information can I get from you or maybe not get from you? Difficult question. It's recht einfach, die Antwort gar nicht. The answer is nothing. Gibt's nicht mehr. So that we don't have the data anymore. Sorry. Kommen wir zu unserer letzten Frage. Okay, the last question, please. Hello? Ja. Okay. Ich bin immer ein Freund von Selbstverteidigung, so wie Sie sagten, aber die Frage ist, ist das überhaupt möglich? Also ich würde sagen, das Thema ist so komplex, dass wahrscheinlich die meisten, die hier sind, nur dann schützen können, wenn sie wirklich viel Zeit reinstecken in diese Arbeit. Und ich frage mich, meine Mutter, mein Vater, mein Onkel, nur die sich mehr sowas schützen. Ja, mache ich mal.
Ja, das ist das Problem, das ich auch eben kurz angesprochen habe. Und zwar, dass viele Nutzer eigentlich gar nicht wissen, dass sie getrackt werden und auch nicht die technischen Kenntnisse haben, um sich effektiv gegen sowas zu schützen. Wir haben ja gesehen, obwohl die Leser von Fefesblog wahrscheinlich eher technikaffin sind, gibt es immer noch 3000 Nutzer, die in dem Datensatz auftauchen, diese also despite the users of FIFA, the readers of FIFA are technically affin, there were still 3000 who were in the dataset, so even those who know about it can still be tracked, because we can't follow all the possible ways to be tracked and protect against them. It's really hard to guess what can be done with the data. So it's really hard. There's no good solution at the moment. So there are more questions, however, there is no time. So we also want to thank you for listening from the translation cabin and would ask you to give feedback. Please send feedback with the hashtag 3C3T on Twitter or at 3C3Lingo, the Twitter handle, or send a mail at hello@c3lingo.org.